Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben gerade ein heftiges Biertasting mit dem Muttertier hinter uns. Das ist der Hannes. Moin. Das ist der Ramses. Wir haben ein ganzes Fass Paulaner, Münchner, Hell weggemacht. Und weil wir jetzt Essen bestellen wollen und es so lange dauert, bis das Essen kommt, haben wir gedacht, wir testen noch das Geburtstagsgeschenk vom Stefan Landei. Es tut mir leid, dass der Hannes sich nicht mehr richtig artikulieren kann. Das liegt am Paulaner Helles Münchner Fass-Bier-Ding. Aber trotzdem geben wir unser Bestes. Ja, es geht schon noch. Wir haben letztens ein Tasting gemacht von diesen seltenen Biere. Inselbrauerei Flaschenreifung. Das fand ich ja richtig cool, das Design hier mit dem Wal drauf. Da ist ein Wal. Hier drüben habt ihr dann die Eule. Wenn ihr die Eule seid, schreibt es mal in die Kommentare. Hier ist so ein Reiher. Hier ist so ein Adler. Hier oben habt ihr noch, keine Ahnung. Dann stand alles hinten drauf, zu was man dieses Bier trinkt oder isst oder wie auch immer, weil das ist seltenes Bier, das ist richtig Deluxe Edition von allem, was du dir vorstellen kannst. Und da war sogar ein Glas drin. Das Glas ist gerade das Wichtigste, weil wir nämlich bei dem neuen Produkt, was wir haben, auch ein Glas haben. Hannes, es geht nicht raus. Ich überlasse dir jetzt mal den Karton. Ja. Der Hannes hat jetzt die offizielle Aufgabe, dieses Glas aus diesem Karton rauszubasteln, während ich euch zeige, was wir jetzt bekommen haben zum Geburtstag. Und zwar dieses Double Pack. Statt 6 Flaschen seltene Biere mit Tieren drauf, haben wir jetzt dieses Double Pack seltene Biere mit Autos drauf bekommen. Hier oben sind 2 Löcher drin. Hier an der Seite ist ein Foto von den Hillbillies, wie die mit ihrem Van durch die Gegend cruisen. Hier drüben steht genau, was das ist, welche Nuancen das erhält und zu was man das isst oder trinkt. Hier unten ist der Boden. Auf der Rückseite seht ihr nochmal ein schönes Bild. Da steht IPA. IPA ist auf jeden Fall ein Merkmal dafür, dass das richtig räudig schmecken wird. Das weiß ich jetzt schon. Hier sitzt der Stefan Landei mit der Ukulele und spielt sanfte Melodien für den Abend. Hier ist der Bus mit dem Kennzeichen Rüg IB7 Inselbrauerei. Das erinnert mich an Texas Chainsaw Massacre, dieses Bild. Deswegen sind hier auch die Bitches, ne? Mit Sonnenbrille auf jeden Fall für den Style-Faktor. Ich lese euch aber kurz mal vor, was das hat. Das ist ein East Coast IPA, 5,6%. Herb, trocken, würzig, fruchtig. Was es nicht hat, ist Schokolade, Espresso, holzig, sauer und weinartig. Am besten trinkst du es bei 10% Temperatur. Passt gut zu gegrillten Ziegenkäse, Krabbensalat, Creme Brûlée und Käsekuchen. Grüße an Thomas Rothe an der Stelle. Das ist die IPA Edition Genusspack. 2 Bier, Papierbiere und ein Glas. Du hast das Glas da befreit, das ist sehr gut. Ich guck mal, ob ich das hier rauskrieg. Ich muss nur hier die Lasche aufmachen, das hier oben, dann hier so drüben, dann hier die Seiten. Und dann haben wir ein Bier für den Hannes, wir haben ein Bier für den Ramses, wir haben hier unten, ach du meine Fritteuse, wenn das raus ist, dann hast du hier auch nochmal diesen, wie heißt, Texas Chainsaw Massacre Bus drin. Hannes hat jetzt ein Glas. Vom letzten IPA Tasting, wo hier auch drauf steht Inselbrauerei. Und hier ist die Eule, weil es war die Tier Edition. Das ist hier richtig schön bauchig, nicht so hoch, aber richtig schön bauchig. Das, was wir jetzt haben, steht auch drauf Inselbrauerei. Und hier ist dieser Inselbrauerei Bus. Das ist nicht so bauchig, aber viel, viel höher, wie ein Weinglas. Hannes. Das ist richtig räudig und dreckig. Das haben wir nicht ausgespült, weil wir total behindert sind. Das nehme ich. Das wäre die Frage. Welches möchtest du?
Hannes, nimm das Reudenglas. Ja. Ich nehme das Stefan Landei-Glas. Und jetzt haben wir immer noch hier unser Bier mit der ganzen Pappe drum. Und das ist ein IPA, Inselbrauerei, Rügen, Inselbrauerei 2016, 17, 18, 21, 20, fünfmal World's Best Beer, London World Beer Awards. Das hat einen Award gewonnen in London. Ist eine Flaschenreifung, ist ein East Coast IPA, 5,6%, seltenes Bier, 10 Grad Celsius. Also, kann man das überhaupt aufmachen? Jetzt muss ich 5,6. Ich muss mal in die Hose reingucken. Ich habe ein Feuerzeug gefunden. Wir machen das mal auf. Oha. Das möchte ich aber bei dir jetzt auch aufmachen, weil das so schön scheppert. Das ist das Schepperbier vom Hannes. Habt ihr das gehört? Das ist richtig stark. Jetzt kann man aus der ganzen Pappe den Deckel rausfummeln. Dann sieht man hier, das raucht so leicht. Das ist Undertaker-Bier. Das raucht immer noch. Es raucht, es raucht, es raucht. Richtig stark. Jetzt müssen wir es nur noch in unser Bierglas einfüllen. Was hast du da rein? Nie im Leben, oder? Es schäumt halt sehr. Es sind nur 0,33. Es hat eine sehr orange Farbe. Ja, jetzt sag bloß, Hannes hat es geschafft, ne? Nee. Ja, ein bisschen was drin. Guck dir das an. Hannes hat es nicht geschafft, das sieht aber lustig aus. Und vor allem, jetzt wollte ich sagen, deins hat die gleiche Farbe wie meins, aber das ist, glaube ich, normal. Was ist denn das? Läuft das hier etwa den Stiel entlang? Krass. Dein Stiel bewegt sich, dein Stiel hat Perlen und kohlenhydratisiert. Mein Stiel ist einfach steif, das finde ich sehr gut. Das heißt, wir stellen euch wieder davor. Das hätte ich nicht gedacht, Stefan, dass das mit dem Stiel so viel zu tun hat. Jetzt ist das ein bisschen abgeklungen. Es ist immer noch sehr orange. Ich guck mal, ob ich den Rest noch reinkriege. Hannes! Es ist, glaube ich, egal, welches Glas du nimmst, es ist auf jeden Fall ein seltenes Bier. Hier habt ihr noch mal Rügener Inselbrauerei. Da ist ein Hund. Da steht ein Hund und da steht ein Typ mit einem Fernrohr, nicht ein Glas, ein Fernrohr. Der guckt, ob es noch weitere Hunde gibt in der Welt. Und dann würde ich sagen, wir können ja auch einfach aus der Flasche den Rest trinken. Hannes probiert es halt wirklich. Ja, ich möchte es probieren. Hannes und die Schaumkrone, jetzt neu bei YouTube. Ja, der sackt ja ein. Ich dachte, der läuft dann einfach außen das Glas runter. Aber bei Hannes, der Schaum, der sackt nicht ein. Mach mal da weiter. Das ist gerade interessant, was es da macht. Was ist das da? Mach mal weiter, Hannes. Es geht runter. Guck mal, ich bin dir so nah. Und dann sagen die immer, ich bin homophob oder was? Ich sitze doch immer auf dem Hannes seinem Schoß. Jetzt ist leer oder was? Ja. Du willst es auch einfach so machen. Das ist Käse Production. Dann füllen wir das mal hier ein, weil das ist ein seltenes Bier. Man muss es auf die Schaumkrone draufbacken, dass sie zusammenpfercht. Jo. Und fertig. Es ist leer. Jo. Oh, jetzt brisiert der Stiel auch, aber nur weil es hinter dem Stiel langläuft. Jetzt habe ich das System erkannt. Das heißt, das war gar nicht spektakulär bei dir. Nee. Das ist einfach nur alles hinten rausgekippt. Wahrscheinlich, ja. Das ist die Lösung. Guck mal, es zappelt, oder? Wie ein Zappladin. Ja. So, wir haben jetzt hier ein schönes oranges Bier. Das hat eine richtig orange, trübe Farbe. Du kannst nicht durchgucken. Es sieht richtig orangenmäßig aus. Wir können ja mal riechen. Oh, es riecht wieder mal wie Spülmittel, wie Waschmittel, wie alles, was ihr halt, wenn ihr Wäsche waschen wollt und knallt euch da ein paar Megaperls rein. So riecht das. Danke Stefan Landei dafür schon mal. Ja. Für dieses East Coast Wäscherei Bier. Und dann würde ich sagen, probieren wir mal einen kleinen Nipper. Ja, probieren wir mal. Ein kleiner Nipper? Das ist eigentlich schlau, was der Hannes macht. Der hat jetzt nur einmal diesen Nachgeschmack, während ich den schon hatte gerade. Und hab den dann gleich nochmal. Dann habe ich ja zweimal gehabt. Schmeckt's? Na. Na?
wie seltene Biere, Insel, Gärung, bitte. IPA, West Coast, was willst du denn noch? Schmeckt mir nicht. Käsekuchen, ja, also es ist auf jeden Fall alles am Start. Zum Käsekuchen auf jeden Fall. Ja, wer Käsekuchen möchte, der gönnt sich Gönner-G. Winkt mit dem Zaunpfahl. Aber na. Also ich finde es sehr bitter. Es ist nicht angenehm, nein. Absolut nicht. Es ist sehr bitter, es schmeckt sehr chemisch, es ist richtig genauso, wie es wahrscheinlich sein muss, weil es ein IPA ist. Bräutig. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe schon IPA getrunken, die waren noch schlimmer. Das heißt, es ist das erste IPA, wo ich nicht gleich brechen muss. Ist trotzdem was ich jetzt, wo ich mir nicht direkt das nächste einschenken würde. Danke an Stefan Landei nochmal für diese schöne Insel-Production. Aber ja. Das Glas ist cool, der Karton ist cool, Aufmachung cool, alles cool, du bist auch cool, Hannes ist cool, die Chips, die unter dem Tisch liegen, sind auch cool. Die Kinder, die da hingeschmissen haben, sind nicht cool. Nee. Aber jetzt muss ich das auch noch trinken. Ich glaube, das war's schon von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Kennt ihr auch die Inselbrauerei? Gibt's da noch was anderes? Neben Tieren und Autos gibt es da wirklich vielleicht was ganz anderes? Dann schreibt's mir in die Kommentare. Ich guck zum Balkon. Ich auch. Jawohl. Es ist räudig. IPA? Es ist IPA? Es ist räudig. Noch schlimmer war es nur von Ice Scorpions oder Net Ghost, wer auch immer, diese IPA-Dosen geschickt hat. Das Spülmittel, so viele hintereinander. Das war das Schlimmste, was wir je hatten. Ja, aber wird man immer wieder tun, ne? Auf jeden Fall. Für euch. Und weil es ein Geschenk war. Schickt dem Hannes mal mehr Bier, dass er das mit mir testen kann, weil das machen wir so gerne. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes und ciao. Macht es gut.